Simone Gutting ist zu uns gekommen vom Bio-Weingut Moor Gutting. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben uns, und das freut uns sehr, Federweißer, einen neuen Wein mitgebracht. Ist denn jetzt auch tatsächlich schon die Saison angebrochen? Ist die Zeit jetzt? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die optimale Zeit. Die Saison startet in der Regel so Ende August und geht dann bis Mitte Oktober, wenn das Wetter schön ist, wenn wir einen goldenen Oktober haben, auch bis Ende Oktober. Mhm. Also die perfekte Zeit jetzt. Also wenn Sie jetzt schon ein Glas eingeschenkt haben, trinke ich jetzt auch einfach. Ja. Also man kennt es ja, aber... Das schmeckt ja schon anders, ne, als ein normaler Wein. Was genau ist denn eigentlich Federweißer? Ja, im Prinzip ist es eine Art Zwischenstadium. Danke. Eigentlich ist es eine Art Zwischenstadium zwischen Most auf dem Weg zum Wein. Also der Most fängt dann praktisch an zu gären. Und in diesem Zwischenstadium, während diesem Gärprozess, trinkt man praktisch den werdenden Wein. Und das nennt man dann Federweißer. Jetzt heißt es ja auch immer Federweißer, neuer Wein und Zwiebelkuchen. Das ist ja irgendwie so eine Kombi, die irgendwie schon mal zusammengehört. Warum eigentlich? Wissen Sie das? Wo das genau herkommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Aber es ist eigentlich so traditionell richtig mit Zwiebelkuchen oder auch mit Flammkuchen ist das bei uns oft. Das gehört wohl zusammen. Ich weiß nicht, eigentlich ist ja jetzt nicht die optimale Zwiebelzeit, wo das jetzt, wie sich das entwickelt hat. Aber es passt sehr gut. Jetzt haben Sie und Ihre Familie auch eine besondere Verbindung, glaube ich, zum Federweißer. Das geht ja viele, viele Jahre bis zu Ihrem Großvater zurück. Ja, also mein Großvater hat diese Tradition bei uns schon begonnen. Wir hatten ja hier bis Ende der 80er Jahre noch die Leseverordnung. Also der Winzer hat ja praktisch vorgegeben bekommen, wann er ernten darf. Das heißt, eigentlich ging die Weinlese oft erst Ende September los. Mhm. Und dann war dieser Markt für den Federweißen im Prinzip schon oft durch den italienischen besetzt. Mein Großvater, den hat es so ein bisschen gefuchst, dass wir hier italienische Federweißer in der Pfalz ausschenken müssen und hat sich dann einen kleinen Trick beholfen. Er hat frühreife Sorten angebaut, also die Ortega-Traube, und hat dann immer eine Ausnahmegenehmigung bekommen gegen Verderb und Wespenfraß und konnte so eben schon vor der offiziellen Lese praktisch ernten und hatte dann die Möglichkeit, eben auch Federweißer rechtzeitig anzubieten. Jetzt gibt es auch einige Tipps, an die man sich halten sollte, was den Federweißer angeht. Also gerade Lagerung, Stellung der Flasche, den Fehler habe ich auch schon gemacht. Ne? Also nicht legen. Und es verleitet natürlich, gerade wenn man diesen Verschluss sieht, denkt man ja, das ist ganz normal, aber der Verschluss hat vor sich keine Dichtung. Also es würde schon auslaufen. Und bei uns hier in der Gegend bekommt man das ja oft auch noch so im Kanisterchen. Ja. Auch den sollte man nie fest verschließen, sonst dehnt er sich immer weiter aus und kann natürlich dann auch irgendwann praktisch platzen, weil halt der Federweißer in Gärung ist und somit auch Gärgase produziert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Glas Federweißer mit einem Stück Zwiebelkuchen. Frau Gutting, vielen Dank. Sehr gerne.